Jo, meine Freunde, wir hängen im Moment wirklich in der Sport-Trading-Card-Szene fest. Pokémon und alles andere steht im Moment ein bisschen hinten an. Aber auch nur, weil ich auf die Post warte. Wir warten auf neue Mystery-Packages und deswegen muss ich euch da leider noch vertrösten. Trotzdem, ich habe es ja schon gespoilert, gibt demnächst wahrscheinlich mal wieder ein Pokéref-Opening. Ich habe da noch ein, zwei Pokéref-Packs in meiner Sammlung. Da können wir mal wieder einen zusammen öffnen. Aber nach Lieferungsverzögerung kam jetzt endlich auch mein FIFA-Score-Teil an. Das heißt, ich habe ein paar Value-Packs, ich habe auch ein Display und wir gucken uns das neue Soccer-Trading-Card-Set an. Nach was halten wir Ausschau? Wir gehen rein in die Set Packs in England oder in die Value Packs, das heißt 30 Karten in einem Booster. Was kann alles drin sein bei Score? Es können drin sein Exclusive Laser Parallels, die auch numbered sein können. Also look for randomly inserted cards, red lasers. Und dann kommt eine richtig, richtig lange Liste mit verschiedenen Numbered Cards. Intergalactics, 3D, Score Signatures, Game Face. Also sehr, 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 sehr verschiedene. Ich lasse es euch mal hier. Ihr könnt auf Pause machen, wenn ihr nachlesen wollt. Chancen auf Hits sind groß. Und bitte entschuldigt, wenn meine Stimme heute etwas abkackt oder ich mal etwas lauter schnaufe. Auch wir dürfen mal in Quarantäne sein. Und deswegen bin ich etwas mitgenommen. Okay, Pack Number One. Wir gehen rein. Drückt mir die Daumen. Ich habe bis jetzt selbst noch nie ein, ja noch nicht mal ein Numbered aus einem Fatpack gezogen. Und persönlich noch nie ein Autogramm, ich habe mir nur eines ziehen lassen, bis jetzt im Stream. Von daher, ja, ich spoilere euch nicht. So, gucken wir mal seitlich hin. So sieht das Ganze aus. Hier am Ende wird dann so ein bisschen die Special Card Zone sein. Und ich lege das mal hier hin. Was wird gesleeved? Gesleeved wird alles, was in Richtung Rookie-Karte geht oder in Special-Card. Und was ich euch natürlich wie immer mit auf den Weg gebe, wir wollen 50, 100 und vielleicht irgendwann 1000 Subscriptions auf dem Kanal haben. Das ist mein Ziel. Jeder einzelne von euch, der mir da ein Abo da lässt, der hilft mir. Jeder einzelne Daumen nach oben hilft mir natürlich auch. Von daher tut mir den Gefallen und ja, würde mich sehr freuen. So, wir gehen rein. Nehmen wir die ersten paar Karten runter. Mikkel. Oh nein, den Nachnamen spare ich mir direkt mal. So, so ist das Kartendesign. Auf der Rückseite haben wir das Vereinslogo, ein paar Infos über den Spieler, die Position ist dabei, der Name, Größe ist sogar dabei. Ja, ich finde dieses Score-Set ein sehr, sehr schönes Set. Ich werde da nächstes Jahr auch definitiv wieder zuschlagen. Kevin De Bruyne aus Belgien. Und ich habe Verein gesagt, es ist natürlich das FIFA-Wappen. Wir sind hier natürlich im Länderspielmodus. Harry Kane. Manuel Neuer, lauter Captains. Kolumbien. Und das ist natürlich auch das perfekte Timing. Wir sind zwar noch im Sommer, aber im Winter steht ja die WM in Katar an, bei der ich auch noch sehr zwiegespalten bin, was ich von der Austragung in dem Land halten soll. Die Gruppe ist seit gestern ja auch raus. Die ist mit Spanien, Japan und ich glaube Kolumbien, Neuseeland. Also der vierte ist auf jeden Fall auch machbar. Nicht zu schwer. Viele Stars bis jetzt, ne? Also zwar nichts Besonderes, aber ich mag es, dass wir bei diesem Score-Set wirklich sehr viele, sehr bekannte Spieler haben. Ilkay Gündogan. Kann man sich jetzt unter Sammlern auch wieder streiten, auf was geht man? Will man ein Land voll haben? Will man nur Rookies haben?
Will man nur Special Cards sammeln? Entschuldigung. Wie gesagt, wir sind nicht ganz so fit. Thielemans. Tadic. Und ihr merkt, jetzt sind wir auf einmal in den Vereinen. Vorher waren wir in den Nationalmannschaften. Also es gibt beides in dem Set. Finde ich sehr, sehr spannend. Ein Leo Messi Base nimmt man natürlich auch immer gerne mit. Und dann sehe ich schon den nächsten Kollegen, den wir auch sehr gerne mitnehmen. Das ist ein Erling Haaland Base. Leroy Sané. Weston McKennie. Hakimi. Jadon Sancho war ich ein riesiger Fan von. Leider, leider hat er Dortmund ja verlassen. So, jetzt kommen wir bald in die Region, in die Special werden könnte. Da müssen wir dann mal schauen, dass ich uns nicht Spoiler heißt. Ich lege die Karten jetzt hier runter und hebe immer nur die oberste Karte ab. Alfonso Davies, FC Bayern München. Dann kommt Juventus Turin Rabiot. Barella von Internazionale Milano. Der Dortmund Schreck schlechthin. Anthony von Ajax. Zlatan, die Legende. Und jetzt kommen die Special Cards. Wir fangen an. Oh, die erste Karte gefällt mir direkt. Und zwar haben wir ein Red Laser von Giovanni Reyna. Das sieht mal mega schön aus. Leider nicht nummeriert. Trotzdem eine sehr, sehr schöne Karte. Da freut sich der Dortmund-Fan. Nummer 2 unserer Special Cards, und dann wird es schon dünn, ist ein Kingsley Coman im Frankreich-Trikot. Naja, da freut sich der Dortmund-Fan nicht ganz so, aber zumindest ist es nicht das Bayern-Trikot. Das sind beides die Red Parallels. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 3 davon sind sogar garantiert. Wir haben jetzt noch 2 Karten. Einmal eine Jan Oblak All Hands Team. Ja, nehmen wir mal als Insert mit. Und letzte Karte, ebenfalls nicht nummeriert, aus Argentinien. Lucas Martinez. Als Rookie-Karte, ein Hot Rookie. Also nichts so Besonderes für unseren ersten Score-Booster. Wir haben auch nur einen Rookie. Wir gehen es nochmal kurz durch. Zlatan mag ich trotzdem. Nicht, dass wir irgendwo noch einen Rookie übersehen haben. Das scheint wohl nicht so. Und dann einen großen Stapel Base-Karten. Das war Pack Nummer 1. Pack Nummer 2 gibt es im nächsten Video. Da wird es jetzt eine kleine Serie geben. Danke fürs Reingucken. Wie gesagt, Daumen hoch, lasst ein Follow da und bis zum nächsten Mal.